Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht zum Beitrag vor einer Woche ist für die vorgestellten Katzen nicht schön. Es haben sich keine Besitzer gemeldet. Für die in Ortruf gefundene blinde Perserkatze und den im Gotha Straßenbahndepot gefundenen Kater werden nun schnell Katzenfreunde gesucht, die ihnen eine neue Heimat geben wollen. Besonders die blinde Mieze braucht Ruhe und die Sicherheit eines vertrauten Reviers. Heute stellen wir erneut die Schäferhündin Maxi vor, die in der Arche Noah immer mehr Stressverhalten zeigt. Maxi wurde 2010 geboren, ist aber noch sehr sportlich unterwegs. Sie lebte auf einem Grundstück in einem Zwinger, die Bezugsperson war das Herrchen. Als dieses verstarb, kam die schon ältere Ehefrau mit Maxi nicht zurecht. Leider ist es dem Tierheim bisher nicht gelungen, eine neue Bleibe für Maxi zu finden. Nun lebt Maxi schon bald ein Jahr in der Arche Noah. Ein Vermittlungsversuch scheiterte. Die Interessenten waren ein Ehepaar mit Kind. Maxi hatte sie sofort nur an den Mann gebunden. Allerdings, sie will ihre Menschen beschützen und das war zu gefährlich für den Rest der Familie. Die Mitarbeiter der Arche Noah suchen für Maxi eine Einzelperson. Ob Frauchen oder Herrchen spielt dabei keine Rolle, denn Maxi geht im Tierheim mit Frauen und Männern spazieren. Die Interessenten sollen aber auf jeden Fall Hunde erfahren sein, auch im Umgang mit Schäferhunden. Zu vertrauten Menschen ist Maxi aufmerksam und möchte ihnen gefallen. Leider kommt die schöne Maxi mit Artgenossen und anderen Kleintieren nicht zurecht, das hat sie sicher nicht gelernt. Und genau das ist ihr Problem in der Arche Noah. Der ständige Reizkontakt zu anderen Hunden und Katzen lässt sie überreagieren. Wenn sie wieder ein Grundstück und eine Bezugsperson für sich allein hat, verliert sie die Stressreaktion bestimmt wieder. Ihren Gassigängern, ob Tierheimmitarbeitern oder Ehrenamtlern, liegt Maxi sehr am Herzen. Sie wünschen sich, dass Maxi ihre letzten Jahre nicht in der Arche Noah mit Dauerstress verbringen muss. Eine Einzelperson, die noch gern unterwegs ist, die Hündin noch gut führen kann und ihr wieder Sicherheit und Liebe schenkt, wäre für Maxi optimal.